Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders. TDFLP hier, euer Ding am Start natürlich. Wir haben es letztes Mal, was haben wir geschafft? Ach, wir haben das Herz abgegeben und wir sind in dieses Tunnelsystem eingedrungen. Und jetzt sind wir hier. Wir sind jetzt dabei, unseren Freund anzupusten. Wieder, unseren Steinfreund. Aber erstmal töten wir diese Geier hier. Die hier rumgeiern. So irgendwie. Irgendwie bin ich irgendwie falsch gelaufen, oder? Irgendwie sollte ich nicht hier hin, aber egal. Get wrecked. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Vielleicht gibt's hier ein Secret. Ich mag Secrets. Okay. Dann könnten wir jetzt alle nacheinander auseinandernehmen. Ja. So. Und noch ein. Sehr gut. So. Die sind geweckt worden. Noch irgendwas? Hier gibt's nix. Hier gibt's einfach nix. Das kann ja nicht sein, dass hier einfach nix ist. Okay. Dann gehen wir zu unserem Steinfreund oder wir schwimmen oder was auch immer. Erstmal müssen wir das Ding auswählen. So. Ah ne, so kann ich das ja auch nicht starten. Da ist er ja. Da ist er ja. Bada. Vergib mir, Freund. Ich würde dich durchlassen, läge es in meiner Macht. Tu für mich, was du für meine Brüder getan hast. Dann werde ich dich nicht mehr aufhalten. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Oh, müssen wir wieder diese Challenge machen, oder was? Habe ich ja richtig Bock drauf. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Okay. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Okay. Da hinten auf jeden Fall sind zwei. Und da ist auch eins. Okay. Auf zu den Schattenwesen. Yay! Challenges! Let's do this. Vier Stück gibt's wieder. Okay. Welcome back, ja. Bada. Schwert rein. So, das kennen wir ja. Jetzt kriegen wir irgendeine Aufgabe. Und dann machen wir dazu. Kriegszorn. Töten Sie innerhalb der folgenden 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von der. Okay, habe ich das jetzt die ganze Zeit? Bin ich jetzt die ganze Zeit Börse? Oder nicht? Das ist richtig ekelhaft, weil man muss dieses Ding voll haben jetzt.
Rajan, die scheiß Schattengestalt. Komm schon, Mann, sorry, dass ich so ruhig bin, aber ich muss mich voll konzentrieren. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich muss diese scheiß Schattengestalt aufbauen. Ja, ja, come on, come on. Wow, geschafft. Ja, das war cool. Das war witzig. Das hat Spaß gemacht, die auseinanderzunehmen. Zur Seite mal. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Die Pimmelköppe, Alter. So. So, den haben wir geklärt. Jetzt gehen wir zum nächsten. Muss ich da hoch? Ich hab richtig Bock drauf. So. Gehen wir zur nächsten Challenge. Hier rein und dann nach rechts. Und hier sind wir jetzt auch drin. So, was muss ich tun? Junger Padawan. Gegenangriff, verdrücken Sie. Sollte ich schaffen eigentlich. Ist nicht so schwer. Das Ding ist, muss ich ihn töten, wenn er so... Nein, das war nicht. Da habe ich kurz gepennt. Ja, los, greif an, Mann! Genau. Das dachte ich mir. So, jetzt zwei. Schnell. Fast, fast, Angriff. Weil wenn ich den ja so umbringe, dann bringt das ja nichts, ne? Das dachte ich. Komm mal. Das war auch falsch. Mann, ich habe einen zu viel gemacht. Okay, los! So, jetzt der. Also, gleich zwei auf einmal. So, jetzt noch die zwei. Bam. Okay. Nice, 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 nice. Ich hoffe, ich krieg auch so einen Bossfight mal, wo ich mal so countern muss. Das wäre echt witzig. Okay, so schwer war das jetzt nicht. Das war gut. Das hat Spaß gemacht, das war auch gut. Ein bisschen das austesten. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Lebend. Dankeschön. So, den haben wir auch abgeschlossen. Jetzt noch zwei. Challenge all over the place. Ich muss da irgendwie hochkommen, ne? Wie bin ich denn da hochgekommen? Von dahinten bestimmt, oder? Ich denke. Ich denke, wir müssen dahin und dann, weil sonst schwimmen wir einen Umweg und darauf habe ich keine Lust.
Jetzt gehen wir nach links. Genau. Und jetzt gehen wir zu den nächsten zwei Challenges. Ja, tolle Schuhe. The boots are impressive. Oh, so. Numero. Ich glaube, das ist Nummer 3. Das ist aber da unten. Ja. Kein Plan. Ja, ich gehe einfach mal runter. Okay, vielleicht hätten wir auch nicht hochgemusst, aber egal. Verteidiger, halten Sie mindestens eine für die... Ach, ich muss einfach ausweichen oder was in der vorgegebenen Zeit. Ich muss abhauen. Ja, kein Ding. Glaube ich. Ich glaube, ich habe das jetzt so richtig verstanden. Laufen, 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 laufen. Ach nein! Ich muss sie beschützen! Ach so. Die werden angegriffen. Ich dachte, ich muss weglaufen. Ja, hoffe ich easy. So lange muss ich hier mit denen kämpfen, ne, ist ja nicht schwul. Das passt mir eigentlich gar nicht in den Kram. Aber okay, wir machen's, weil wir nice guys sind. Brauche ich nicht. Piss dich. Wieso greift der mich an? Er soll die anderen Spasten angreifen. Was ist los mit seinem Kopf? Okay, ab geht's. Machen wir einmal den hier. Wenn wir richtig auf den Sack gehen, die Fetten. Hier habe ich gerade gar keinen Bock. So, das war gut, das war gut. Ich glaube, das war so geplant, dass man einfach ab und zu mal auch mal seinen Höllenteil nutzt. Weil die Fetten gehen einen auf den Sack. Die stinken einfach, die kann man nicht blocken. Und einfach dumm. Alle dumm. Ja, für die alle auch ja auch noch Seelen. Das ist richtig nice. Okay. Also das sind schon die härteren, okay. Ja, ja, weil wir die Zeit schon erreicht haben. Ich verstehe. Hallo. Genau. Schön die Beine wegzwiebeln. Und der nächste. Badatsch. Und die nächsten zwei. Zack. Zack. Zack.
So, der geht down. Ich würde einfach nur gerne alle down haben. Oh fuck. Okay. Ja, okay, wow, wow, wow. Boah, zwei sind gestorben schon. Fuck. Warte auf. Die können doch nicht alle so von mir wegsterben. Ich brauch die doch. Krieg ich einen auf die Fresse, wenn die mir alle wegsterben. Oh, ja, ja, ja. So, get drank, come on, 20 seconds, assholes. Fast geschafft, 15 Sekunden. Ach, die sterben mir nicht mehr weg. Keine Chance. Hab ich safe. That's how we do it, bitches! Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Das war echt unterhaltsam, das war echt ganz witzig. Das war ganz witzig, sagt er. So, komm, die letzte Challenge schaffen wir auch noch. So. Ice, baby. Ice. Toll, ich sehe schon, ich komme hier irgendwie nicht da so drum. Doch. Doch, ich schaff's, ich glaube doch, da so rumzukommen, wie ich es möchte, oder doch nicht. Oh, Leute, really, jetzt muss ich da oben lang wieder. Nee, wie irgendwo anders lang. Komm schon. Sag mir, hier ist auch ein Weg. Oh, das ist bestimmt ein Secret. Tada. Hier ist einfach nix. Hier ist einfach nix. Ne. Wir machen da. Boah, jetzt sind wir wieder zurück. For real? Oder müssen wir unten durchschwimmen? Ah. Ah. Gut, dass ich nochmal mein Brain eingesetzt habe. Boah, hätten wir da ganz außen rum gemusst, wäre zum Kotzen gewesen. So, was müssen wir jetzt machen? So ein unfiniziöses Auge aber auch. Okay. Ja, das sollte ich schaffen. Finde ich jetzt nicht so cool, aber. Let's do it. Jetzt easy. Ja, ja. Also ich könnte die auch eigentlich auch schon low machen, aber dann töte ich einen aus Versehen, ja, und dann ist das scheiße. Oh, das finde ich jetzt eigentlich ziemlich lange. Zur Seite mahnen. Ja, da haben wir schon mal fast die Hälfte. Zack. Keiner auf den Sack.
Ah, der nächste. Der stand kurz im Weg. Ich brauche Autos. Ich brauche Autos, die ich werfen kann. Und die werfe ich dann auf. Und dann sterben die ganzen Pisser. Weil sie es nicht anders verdient haben. Okay. Diktiert einfach, wo ich hinlaufe. Okay, können die jetzt was sterben? Boah, wie viele denn noch? Ich töte die doch alle, oder nicht? Anscheinend nicht. So. 10, 13. Boah. 14. Komm, noch eine! Noch ein kleiner. Bam! Jawohl, scheiß auf den Fett. On the ground, son. Nice. Gut, dann haben wir es auch geschafft. Gibt zwar das letzte jetzt. Bin mir sogar ziemlich sicher. Besessenheit. Erhöht auf der Stelle Kriegschaosstufe auf das Maximum. Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Nein. Wir gehen jetzt zu dem Stein. Okay. Gut. Reich hier durch? Nein. Anscheinend war das der letzte von ihnen. Lass uns von hier verschwinden. Gut, meine lieben Pelikane. Draußen spielen gerade Kinder vor meinem Fenster. Wir werfen sie mit Laub ab. Nice. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übertrieben geilen Pelikane. Haut rein und bis zum nächsten.